Obwohl die Partie Eintracht Frankfurt gegen Alemannia Aachen am vergangenen Sonntag ohne Fankrawalle ausging, droht dem hessischen Verein nun eine Geldstrafe in vierstelliger Höhe. Der Grund: Das Spiel fand an einem evangelischen Feiertag statt, dem sogenannten Totensonntag. Das hessische Feiertagsgesetz verbietet an diesem Tag unter anderem öffentliche Sportveranstaltungen gewerblicher Art. Als der Verein davon erfuhr, war es jedoch bereits zu spät, die Partie abzublasen. Vielleicht ist den Hessen der Sieg gegen Alemannia Aachen dann wenigstens ein kleiner Trost, wobei die Frankfurter es wieder einmal sehr spannend machten. Bereits in den Partien gegen Fürth, Cottbus, Ingolstadt und Aue schossen die Adler in den letzten Minuten das entscheidende Tor. So auch gegen Aachen. Karim Matmur traf das 4:3 kurz vor Ultimo. Das ist die ganze Mannschaft. Ich habe nur Glück gehabt, dass kann ich mit dir machen zusammen. Also, sie haben, komm. Nein, ja, das ist ja die Mannschaft. Ich habe ein bisschen so Glück gehabt, dass ich war da und ich habe den Ball getroffen und dieses Tor gemacht. Aber ich bin nicht ein Held oder sowas. Ich habe nur meinen Job gemacht. Sind die Last-Minute-Siege der Eintracht vielleicht nur Glück? Trainer Armin Fee bestreitet dies hartnäckig. Er sieht die Treffer in letzter Minute als Stärke seiner Mannschaft. Als nächstes wird die Eintracht gegen TSV 1860 München auf dem Platz stehen. 1860 ist eine gute Mannschaft und wir haben ein Ziel, das ist immer gleich, zu aufsteigen. Und das heißt, wir müssen 3 Punkte dort holen und nicht was anderes als nur 3 Punkte holen, egal wie. Die Partie gegen 1860 findet am kommenden Samstag in München statt. Anpfiff ist um 13 Uhr. Dann werden wir sehen, ob die Eintracht ihre Siegesserie fortsetzt oder vielleicht ins Stolpern gerät.